Das Wochenende naht und das, was uns der Markt aktuell bereitet, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Voraussetzung für weiter steigende Notierungen. Zumindest mal ist das, was wir eigentlich jetzt sehen wollten, nämlich dass der Markt mal wieder erstarkt, tatsächlich nicht eingetreten. Ganz überraschend ist es nicht. Wir hatten es ja schon mehrfach angedeutet mit Charts, mit Texten, dass die Gefahr einfach groß ist, dass es nach unten eben passiert. Der Markt hat gesagt, das nutze ich doch gerade mal. Und eben im Moment zumindest mal noch mal vor dem Wochenende hier Schwäche gezeigt. Bevor wir darauf zurückkommen, ganz kurz der Blick auf den Finanzkalender. Denn heute sind eigentlich die ganz, ganz wichtigen Zahlen, die immer auf den Markt kommen, nämlich die Non-Farm Payrolls. Wir sehen das hier rot markiert. Das sind so ziemlich die wichtigsten Daten, die wir aktuell zumindest mal im Datenzyklus haben, immer am ersten Freitag im Monat. Da sehen wir, dass wir deutlich besser als erwartet, also so wie zuvor, auch wieder rausgekommen sind. Und dass auch die Arbeitslosenquote sogar gesunken ist von 3,6, anders als erwartet, auf 3,5. Also eigentlich doch gute Nachrichten. Was hat das bedeutet? Gar nichts. Denn wir wissen es aktuell, ticken die Uhren anders. Es geht nicht um das, was aktuell am Markt wirklich, sagen wir mal, Realität ist, sondern es geht da um die Stimmung, die hier auch im Zuge der Corona, ich sag mal, Krise, im Zuge dessen auch, weil man eben sagt, naja, anstecken ist das eine, auf der anderen Seite, aber wie sieht denn das mit Lieferketten und so weiter aus? Da wird noch eine große Gefahr gesehen, dass das noch deutlich, deutlich größere Auswirkungen und vor allen Dingen auch längere Auswirkungen für uns hat. Ich habe es eben erwähnt, die Uhren ticken anders. Noch nicht, aber am Wochenende stellt zumindest mal Amerika um. Wer also Amerika handelt, muss, kann, darf, soll damit rechnen, dass es in der nächsten Woche, ich glaube für 2 Wochen sogar, eine Zeitverschiebung gibt. Amerika stellt die Uhr um und wenn ich das richtig weiß, bitte notfalls nochmal prüfen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste der Markt sogar erst um 16:30 Uhr starten. Nicht um 15:30 Uhr, sondern um 16:30 Uhr, weil die Uhrzeit ja in die andere Richtung gestellt wird als zuletzt und da hatten wir es ja ein bisschen vorgestellt. Das heißt, wir sind da jetzt ein bisschen weiter. Also das im Zweifelsfall nochmal nachprüfen, aber ich denke mal, das müsste hinhauen. Das heißt, sowohl die Veröffentlichungstermine in der nächsten Woche, also für all diejenigen, die auf genau diese Listen hier eben gucken, diese Financial-Kalender hier, wo man eben sagt, ja, da kommen wichtige Zahlen eben raus. Vorsichtig, das verschiebt sich dann eben dementsprechend um eine Stunde und dass man dann nicht sagt, oh, um die Uhrzeit habe ich damit gar nicht gerechnet. Genau das gleiche gilt für den Anfang, allerdings natürlich auch für den Börsenschluss. Also wir haben das oder das müssen wir auf dem Radar haben, damit wir da nicht am Ende völlig falsch getaktet sind. So, was ist jetzt mit dem Markt los? Tatsächlich sind wir sehr schwach und theoretisch kann man sagen, das ist die größte, die einzige deutliche Korrektur in dieser Größenordnung. Wenn die jetzt aber rum ist, kriegen wir jetzt tatsächlich nochmal den Anschluss daran. Denn klassisch ist ja so, wir haben eine Bewegung und dann gibt es dann ein bisschen Gegengewackel und danach geht das nochmal deutlich weiter und dann sind wir auch ganz schnell bei den Bildern, was wir ja schon mehrfach angesprochen haben, nämlich dass der Markt deutlich noch mal Chancen weiter nach unten hat. Die 10.000 irgendwas hier als Zwischentief ist zumindest da nicht so abwegig und vielleicht wird es ja sogar noch deutlich mehr. Wie berechtigt das Ganze ist, viele Nachrichtenkriege aktuell im Sinne von Mensch, hier die Welt geht unter, wir kriegen nicht mal mehr Teigwaren. Hier in Japan ist es so, dass man zumindest keine Toilettenartikel, hätte ich fast gesagt, kein Toilettenpapier mehr bekommt, wie widersinnig das auch immer sein mag. Das ist wohl in Deutschland auch so. Plus aber, dass noch viele Konserven gar nicht mehr erhältlich sind. Das ist in Japan hier noch nicht so. Offensichtlich hat man um die Aufnahme von Nahrung weniger Angst hier in Japan als für die andere Seite dann nachher, für den einfachen Abgang. Aber es ist offensichtlich noch eine Menge Sorge da, wie berechtigt das auch immer sein mag. Das steht da mal so im Raum. Trotz alledem, es scheint ja Einwirkungen oder Auswirkungen auf den Markt zu haben, also nicht nur auf den Markt jetzt hier, wie wir ihn handeln, sondern eben natürlich auch auf den Einzelhandel. Wir wissen, dass Lieferketten eben, wie gesagt, dadurch anders ticken und wir da mit dem einen oder anderen Ungemach vielleicht auch noch rechnen müssen, wenn wir sagen, ah, das würde ich jetzt gerne haben. Ja, aber für das brauchen wir noch den Chip, sonst kann das Auto, der Computer, was auch immer eben nicht ausgeliefert werden, weil heute ist ja in allen technischen Geräten schon in irgendeiner Form der ein oder andere Chip mit damit dabei. So, wie sieht es in Amerika aus? Gucken wir da auch noch mal abschließend kurz drauf. Da ist es ebenfalls zumindest mal unter so diese letzten Tiefmarken gegangen, wenn wir uns das hier mal angucken. Im Moment kommt der Markt wieder ein wenig hoch. Das gibt zumindest mal ein wenig Hoffnung. Auf der anderen Seite
Ja, so im Rücksetzer dürfen wir damit auch rechnen. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt vor dem Wochenende nochmal dastehen, ob da wirklich Mut besteht, sich zu committen auf eine Kaufposition und zu sagen, ach, das halte ich übers Wochenende, das traue ich dem Markt zu. Oder ob es nicht so ist, dass man sagt, haha, ich gebe das mal schnell wieder ab, jetzt für den Nachmittag, vielleicht für die Abendstunden, europäischer Zeit gemäß, traue ich uns das zu, dass wir da noch ein bisschen drin bleiben. Aber spätestens dann bin ich auch wieder schnell froh, wenn wir den Markt verlassen können. Denn es besteht nun wirklich die Gefahr, dass wir vielleicht auch wieder mit im Gap aufmachen. Das haben wir ja nicht das erste Mal gesehen jetzt. Und einige davon sind ja auch ganz schön erschreckend groß gewesen, zumindest mal, wenn man so ein bisschen im Intraday unterwegs sein möchte. Also, die Spannung ist immer noch da. Wir sehen auf der anderen Seite, gucken wir da auch nochmal schnell drauf, Gold. Bis eben gerade noch richtig schön gelaufen. Wir haben hier einen tollen Anstieg gehabt, bis auf das letzte Hoch. Da gab es auch das ein oder andere Fibonacci-Cluster. Hinweis nochmal: Die Marken sind ein Angebot. Da wurde es nicht genutzt. Da können wir das schon rausnehmen. Hier oben wäre das nächste Cluster aus der typischen Bewegung gewesen. Und da hat Gold gesagt: Ey, super, da haben wir doch alles abgeschlossen. Und dann sieht man, dass hier auch die letzte Bewegung im Prinzip genau dieses fünffällige Muster hat, was wir hier vorne eben, ich habe es hier mit Zahlen nochmal drin. Also der Markt scheint sich auch in diesen stürmischen Zeiten, in diesen eigenartigen Zeiten an dieses klassische Verhalten hier eben anzupassen oder sich daran zu halten, daran zu orientieren. Also gar nicht mal so absonderlich das Ganze. Gold also im Moment spannend. Und da wir bis jetzt eine so scharfe Bewegung haben, hier vielleicht heute Abend oder heute Nachmittag nochmal drauf gucken, wenn sowas passiert, dann haben wir die besten Voraussetzungen für nochmal eine Fortsetzung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das wäre doch sowieso etwas, was wir ganz gerne haben, nämlich dass der Markt nach so einem Impuls so ein bisschen ABC-mäßig nach unten geht. Und dann hätte man nicht nur den Zwischenshort hier, sondern später, wenn der Markt hier wieder das letzte Zwischenhoch nach oben toppt, dann vielleicht sogar nochmal eine Chance, dann eben weiter sich nach oben fortzusetzen. Das ist aber noch Fantasie. Bis jetzt ist es nur von mir blau gemalt. Das ist noch nicht die Wahrheit. Aber es wäre ein typisches Bild und deshalb mein Tipp, hier heute da nochmal drauf zu gucken. In diesem Sinne, allen ein tolles Wochenende, einen guten Handelsabschluss diese Woche noch. Bitte gesund bleiben. Natürlich auch ein bisschen erfolgreich traden, das wäre auch nicht schlecht. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.